Chantal, kochen mit Jochen. Ich bin Jochen. Und ich Chantal. Heute kochen wir Pizza. Für die Tomatensauce brauchst du eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Rapsöl, 2 Dosen Tomatenstückchen, Salz und schwarzen Pfeffer. Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Zwiebeln im Topf in etwas Rapsöl anschwitzen, mit geringer Hitze anbraten. Tomaten dazugeben, Dose mit etwas Wasser ausspülen und Lauch dazugeben. 10 Minuten köcheln lassen und Soße nochmal abschmecken. Etwas abkühlen lassen und auf den Pizzateig verteilen. Für den Pizzateig benötigst du 400 Gramm Mehl, 250 Milliliter Wasser, 2 Esslöffel Rapsöl oder ein anderes Pflanzenöl, 1 Löffel Salz und 4 Teelöffel Backpulver. Den Belag, den du zum Beispiel nehmen könntest dafür, sind Zucchini, Mais und Karotten. Wasser, Öl und Salz in eine Schüssel vermischen, Backpulver mit dem Mehl vermischen, den Teig mit den Händen weiterkneten, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist, dann den Teig ausrollen und die Tomatensauce drauf verteilen. Käse raspeln, schneiden und auf die Tomatensauce streuen. Danach kleingeschnittenes Gemüse in einer Schüssel vermischen und auf der Pizza verteilen. Dann den Backofen bei 180 Grad vorheizen und 20 bis 25 Minuten warten.